Ich habe noch einen Test gemacht. Vorgestern war das, glaube ich. Da habe ich gerade so eine Wetterlage erwischt, die es mir ermöglicht hat, das nochmal durchzutesten. Er könnte, ich habe ihn nochmal nachkalibriert hier oben mit der Pitchlehre hier drauf und hier drauf, ne, in diesen beiden Achsen, dass die Blätter, also diese ganze Scheibe dann praktisch 0 Grad exakt waagrecht in der Luft liegt. Also er, es ist noch, glaube ich, ein kleiner Tick nach links, ne? So ein kleiner Drift. Also was ich als nächstes machen müsste, wäre der Test. Du als Testpilot würde ich mir vornehmen, bei absoluter Windstille am besten den mal so 2 bis 3 Meter steigen lassen und dann einfach mal in der Luft so einen Dreher machen lassen, ne? Einmal so rum und einmal so rum um die eigene Achse und dann sehen, ob der wirklich auf der Stelle steht oder ob er beim Drehen irgendwo dreht, ne? Also das wäre jetzt der nächste Test, den ich machen müsste. Und sonst muss ich halt die PID-Werte noch mal nachprüfen. Aber das wäre jetzt das. Also ich habe mir schon so ein paar Flugmanöver einfallen lassen, wie ich das dann alles das dann durchteste, wenn es dann soweit ist. Aber genau, das ist noch. Das Wetter ist windig beschissen, das funktioniert jetzt gerade nicht. Timer start. Dann können die Techniker und Ingenieure sich ja mal nochmal auf den Motorstart konzentrieren. Timer Also start. das ist mir immer noch viel zu schnell, der Anfang. Das funktioniert noch nicht.